wenn die Ausstellung, die jetzt am Freitag beginnt, ein Publikumsmagnet wird. Das Zeug dazu hat sie. Denn was ganz früher einmal Zeichentrick hieß, heißt seit Jahren computeranimierter Film. Und da gibt es seit einem Vierteljahrhundert die amerikanische Firma für die Trickkiste. Und wie die Firma Pixar trickst, können Sie sich jetzt angucken. Und die Hauptdarsteller kennen Sie wahrscheinlich alle. Merida, Cars, Toy Story, Wall-E, Ratatouille, Findet Nemo und ihr schlichter Vorfahre Luxo Junior. Eine Babylampe spielt mit einem Ball. 1986 der erste Kurzfilm von Pixar. John Lasseter, der Begründer von Pixar, war bei der Erstaufführung total nervös und rechnete mit lauter technischen Fragen. Dabei war die erste Frage: Ist die große Lampe die Mutter oder der Vater? Und er wusste, wir haben es geschafft. Wir haben einen echten Charakter erschaffen und Gefühle mit einem Computer erzeugt. Neues Spielzeug! Toy Story brach als erster vollständig computeranimierter Kinofilm alle Rekorde und eroberte unsere Herzen. Hi, ich bin Ken. Barbie. Ich liebe deine Stulpen. Wahnsinnskrawatte. From Story come the world. Unsere Filme bestehen immer aus den drei Elementen Geschichte, Charakter und der Welt, in der alles spielt. Der Zuschauer will Figuren, in die er sich verlieben kann. Er will eine Geschichte, die ihn zum Lachen bringt und ihn berührt. Ist ein bisschen aufgeregt, wie es aussieht. Hook. Wie wird aus einem Auto ein Charakter? Welche Karosserie steht für was? Wo kommen die Augen hin? Wo der Mund? Ein langer Prozess für die Zeichner. Can you help me? No. Nemo bekommt Augenbrauen und Lachfalten. Es ist die Mimik, die uns die Figuren näher bringt. Und in jedem Bild steckt ein eigener Ausdruck, ein Gefühlszustand. Letztendlich ist alles, was wir hier sehen, das Ergebnis dieses langen Designprozesses. Man sieht förmlich, wie die Künstler ihre Ideen ausgearbeitet haben. Es geht um die Glaubwürdigkeit eines Charakters. Dass ein Fisch reden kann oder eine Ratte nichts lieber tut, als zu kochen, dass das selbstverständlich wirkt, das wird mit diesen traditionellen Kunstformen herausgearbeitet. Tanis Programm aktiviert. Hey, jetzt mach einen bayerischen Truck aus mir! Wahnsinn, da gehe ich gleich zum Reifenplatteln. Gestatten die Originalvorlage für den Charakter aus Cars. Immer orientieren sich die Filmemacher an der Realität und gehen auf aufwendige Recherchereise. Für Findet Nemo mussten die Mitarbeiter zunächst einen Tauchschein machen. Wie fühlt es sich an, ein Fisch zu sein? Wie bricht sich das Licht unter Wasser? Einige solcher Farbstudien sind eigens für die Ausstellung als Film animiert worden. Das ist definitiv Kunst. Unsere Technikteams, was die hinbekommen am Computer, ist unglaublich. Da bekomme ich eine Gänsehaut. Das ist kreativ, kunstvoll und voller Leidenschaft. Alles wird der Story untergeordnet. Für die Entwicklung einer Geschichte braucht Pixar rund 2 Jahre. Jedes kleine Detail der Handlung wird auf Papier gebracht und immer wieder überarbeitet. Das Herz eines jeden Films ist immer noch das Zeichnen. Und zwar von Hand. Zu Recht nicht nur Kino, sondern auch ausstellungsreif. Get out of here!
Die Fähigkeit, zusammenarbeiten zu können und die Verschmelzung von Kunst und Technik gehört zu unseren Stärken. Wir haben sehr talentierte Künstler im technischen Bereich, dann die Kreativen und die traditionellen Künstler. Wenn das alles zusammenkommt, ist das das Geheimnis des Erfolges. Bis zu 6 Jahre braucht ein einzelner Film, bis er fertig ist. Die Ausstellung zerlegt dieses Gesamtkunstwerk in viele kleine Einzelteile und gibt all den Künstlern und Kunstwerken Raum, die hinter diesem langen Arbeitsprozess stehen.